Stell dir mal vor, du bist im Club unterwegs oder auf einer Party und du siehst so eine richtig heiße Frau. Ja, so eine Mega-Granate, wo du dir einfach nur denkst, die ist richtig heiß. Die ist von oben bis unten ist die der absolute Hammer. Ja, rein optisch betrachtet jetzt mal so der erste Eindruck, so richtig, die haut dich weg. Und jetzt mal angenommen, du bist auch keiner von den Typen, die sich nur die Hucke voll saufen, wenn sie irgendwo an einer Party oder im Club unterwegs sind, sondern wirklich, du bist dann einer, der ist da, der ist in ihrer Präsenz und der spricht sie dann auch an. Ja, du guckst über den Tellerrand hinaus, du versuchst es wirklich bei ihr, sprichst sie wirklich an. Und dann gehst du da wirklich hin und dann sagst du einfach nur so, hey, hi, was geht? Oder hi, wie geht's dir? Oder von mir aus auch, hey, du bist heiß oder irgendwas, was dir einfällt. Ja, und dann gehst du da hin und du beginnst das Gespräch. Und dann plötzlich hast du nicht so die Situation, dass sie sofort sagt, oh mein Gott, oh, wie schön, dass du mich ansprichst, hi, sondern du hast vielleicht so ein Vibe, wo sie erstmal die Augenbraue hochzieht und dich hinterfragt, so auf die Art, was willst denn du jetzt? Oder vielleicht kommt auch so ein unterkühlter Vibe, so richtig so, du spürst richtig die Kälte, so, ich guck dich an, reagiert es nicht großartig stark auf dich. Was machst du in so einer Situation? So, das ist etwas, was mich Männer immer wieder fragen. Die sagen zu mir, Matteo, ich bin genau in dieser Situation, ich sehe eine heiße Frau, ich sehe die im Club, ich gehe dahin, ich spreche die an und dann stockt das Gespräch, so, es bleibt so, der Vibe ist irgendwie so steckend. Nicht so, es fließt nicht, es läuft nicht geil von Anfang an, sondern es wird beklemmend, fühlt sich vielleicht sogar schon ein bisschen schlecht, guckst dich um und denkst dir, oh fuck, ey, was mache ich denn hier? Ich mache mich hier gerade zum Affen. Ja, und schämst dich vielleicht sogar nachher noch ein kleines bisschen, weil es so scheiße gelaufen ist. Wenn du diese Situation kennst und wenn du gerne wissen möchtest, was ist der Grund, warum das passiert und vor allem, wie du das lösen kannst, dann bist du hier genau richtig. Ja. Vielleicht kennst du mich ja schon, vielleicht weißt du schon aus anderen Videos, ich mache seit 11 Jahren kaum was anderes, als Männer erfolgreich bei Frauen zu machen. Und es ist mein täglich Brot, Männern zu helfen, dahin zu kommen. So. Jetzt gibt es natürlich für viele den Ansatz, dass sie dann sagen, ja komm, in so einem Fall, da musst du auch einfach nur so ein paar coole Sprüche auf Lager haben, ein paar Tricks bringen, so ein bisschen die Frau dazu bringen, dass sie das Gefühl hat, du bist so ein richtig geiler Typ. Und dann wird das schon, dann kannst du das durchbrechen. So, dann reagiert die auf einmal doch ganz gut danach, wenn du ihr so ein bisschen den Dämpfer verpasst. Und dann kommst du da schon irgendwie durch. Aber ganz ehrlich, so, wenn du so ein bisschen bist wie ich, dann nutzt du vielleicht ab und zu solche Tricks. Aber es fühlt sich für dich jetzt auch nicht so zutiefst richtig an. So wie die wirklich großartige Lösung dafür. Sondern es ist mehr so ein übler Preis oder sag ich mal, ein akzeptiertes Übel, dass du halt einfach bezahlst, wenn du flirten willst. Ja, dass manche Frauen halt so reagieren, vielleicht auch einfach nur, weil sie nicht billig wirken wollen oder weil sie ständig angebaggert werden, was auch immer. Ja? Worauf ich aber raus möchte ist, es gibt einen besseren Weg. Und zwar, dass du realisierst, dass in so einer Situation, gerade wenn du eine Frau ansprichst, die dir wirklich gut gefällt, dann ist das ja so, es ist jemand Fremdes. So, das ist keiner, der mit dir befreundet ist, das ist niemand, der dich kennt, das ist niemand, der dir wohlgesonnen ist von Grund auf, ja, wenn du Glück hast vielleicht, aber es ist einfach etwas, wo du nicht erwarten kannst, dass er dein Gegenüber von dir schon erstens positiv beeindruckt ist, von dir überzeugt ist, dich kennt, dich wirklich auf einer fairen Grundlage beurteilt oder auch positiv beurteilt, sondern es ist so komplett. Du bist verwundbar, du machst dich verletzlich, weil du gehst da jetzt hin und du bist im Prinzip frei zur Bewertung. Ja? Die Frau kann jetzt eigentlich urteilen über dich und das war's dann. So, im Grunde genommen. Ja? Jetzt mal einfach rein philosophisch betrachtet das Ganze. Und wenn du jetzt zu der Frau hingehst und du machst das und du selber bist nicht von dir überzeugt, also du bist nicht wirklich zutiefst und zu Recht vor allem von dir überzeugt, von dir als Mensch. Von dir, wie du drauf bist, wie du durch den Tag gehst. Ja? Dass du tatsächlich mit Verantwortungsbewusstsein dein Leben lebst. Dass du tatsächlich die Dinge umsetzt, die du wirklich dir vornimmst. Dass du wirklich einfach Gründe hast, warum du von dir selber sagst, du, ich bin ein positiver, geiler Typ, ich ziehe meinen Kram durch. Und jeder, der mich kennenlernt, der ist eigentlich danach nicht schlechter dran, sondern eher besser dran. Weil ich bin ehrlich, ich bin aufrichtig, ich lebe mein Leben mit Energie, ja? Ich bin kein Gammler. So, ich bin einer, der zieht durch. So. Wenn du das natürlich nicht von dir behaupten kannst, wirklich so zutiefst und ehrlich von dir überzeugt, dann hast du das Problem, dass du jetzt gerade jemandem Fremden gegenüberstehst und dann kriegst du diese Beurteilung von außen. So, und jetzt ist das natürlich auch noch jemand Fremdes, wo dir vielleicht die Beurteilung wichtig ist, weil du sie in deinem Kopf hochstilisierst zu der Frau, die im Namen aller Frauen zu dir spricht, die so heiß sind wie sie. Ja, quasi die Frau, die Spokesperson ist, ja, die quasi die Sprecherin ist für die Liga der überheißen Ladies. Und das ist das, was die meisten machen, ohne wirklich darüber nachzudenken. Die sehen dann so eine heiße Frau, kriegen dann so diese Bewertung
und denken dann, oh, wenn die mich jetzt ablehnt, dann hat mich im Prinzip die ganze Frauenwelt oder zumindest die ganze Liga solcher heißen Ladies hat mich dann auf einmal abgelehnt. So, und das ist nicht nur Quatsch, das ist nicht nur einfach nur eine automatische Reaktion von dir, wenn du das Ganze nie durchdacht hast, sondern vor allem, wenn du das entgegenbekommst, ja, weil das bekommst du ja so oder so. Ob du jetzt denkst, dass sie für alle Frauen spricht oder ob du denkst, sie spricht nur für sich, du bekommst ja wirklich diese Bewertung entgegen. Und wenn du dann, in dem Moment, wo du so ein kleines bisschen Unsicherheit ihrer Seite, ob du wirklich ein cooler Typ bist, spürst, ne, mit der hochgezogenen Augenbraue oder mit dem unterkühlten Vibe, den sie dir entgegengibt oder mit dem nicht wirklichen Reagieren auf dich, wenn du dann in diesem Moment nicht von dir überzeugt bist, dann verunsichert dich das, und zwar massiv. Und dann plötzlich stehst du da und dann plötzlich hinterfragst du dich. Und plötzlich bist du nicht mehr der Typ, der einfach so ganz entspannt sagen kann, na, was läuft bei dir? Sondern dann bist du so, okay, ist das jetzt noch okay? Magst du mich? Ist das in Ordnung, was ich hier gerade mache? Ja, und in diesem Moment, wo du dann dadurch verunsichert bist, in diesem Moment fängt das Gespräch an zu stocken. So, da kann man dir natürlich jetzt tausende von Tricks an die Hand geben mit sag dann dies und mach dann das und sowieso. Aber die eigentliche, wirklich fundierte Lösung dafür ist, dass du an dir arbeitest, dass du wirklich der Kerl wirst, der selbst dann, egal ob es eine Frau ist oder ein Kerl, dann, wenn du jemand Fremdem begegnest, der dich vielleicht erstmal kritisch beäugt, dass du dem standhalten kannst, dass du nicht gleich innerlich zusammenbrichst und sagst, oh, jetzt ist mein ganzes Selbstvertrauen dahin, sondern dass du immer noch Ausstrahlung, Haltung, Charisma und all das, was du eigentlich da gerade hingeschleppt hast zu ihr, immer noch verkörpern kannst. Ja? Und das ist halt nun mal eine traurige Realität. Die meisten Kerle da draußen können das sowieso erstmal gar nicht, weil sie vielleicht auch gar nicht so bewusst sich selber wahrnehmen und über sich nachdenken und überlegen, hey, woher kommt denn das, dass ich mich in so einer Situation vielleicht nicht so geil fühle, wenn ich jemandem Fremden vorgestellt werde oder wenn ich irgendwie jemand Fremdes kennenlerne oder auf eine fremde Frau zugehe. Die denken da gar nicht so weit hin. Ja? Und wenn sie dann da so weit hindenken, dann sind sie manchmal auch einfach an dem Punkt, dass sie sagen, okay, komm, ich stelle mir einfach 2, 3 Bier in den Kopf, so macht es doch jeder und dann wird das schon funktionieren. So. Das Problem dabei ist, dass es ja teilweise sogar funktioniert. Und dann sind diese Leute gar nicht dazu geneigt, sich zu verändern, gar nicht dazu geneigt, wirklich an der Wurzel ihres Seins mal was zu basteln, ja, und zu dem Kerl zu werden, der das gar nicht braucht. So. Das ist dann einfach so, dass diese Kerle dann hingehen und dann sich sagen, okay, komm, ich mache es so, wie es alle machen und so, so wird es mir ja vorgemacht. Und dann aber abhängig sind von dieser Substanz, ne, vom Alkohol oder von irgendwie Freunden, die dann irgendwie noch neben da dran stehen und dich irgendwie cool machen, so, dass sie dann davon abhängig sind und gar nicht in der Lage sind, wenn sie mal allein unterwegs sind und genau dann zufällig ihnen die Traumfrau über den Weg läuft, dass sie dann einfach sie selber sein können, hingehen können und ihr Ding machen können. Und das fehlt dann leider. Ja? Und dann ist es halt zum Beispiel auch im Alltag so, du siehst eine schöne Frau, siehst sie an dir vorbeigehen und das war's. Ja? Du siehst darin gar nicht eine Chance, eine Möglichkeit dahin zu gehen, weil es so weit außerhalb deiner Realität ist, weil du dann halt noch nie nüchtern hingegangen bist und gesagt hast, komm, ich spreche dir jetzt mal an. Und wenn du es dann tun würdest, dann kommt halt vielleicht dann direkt dieser Zweifel, wie bei so vielen anderen, nämlich, ja, wenn ich die jetzt anspreche, ist das dann nicht vielleicht, oh, sieht die das dann vielleicht als Belästigung oder ist das dann vielleicht nicht irgendwie so ein bisschen nervig für sie? So ein Gedanke kann dir nur dann kommen, wenn du innerlich wirklich davon überzeugt bist, dass diese Frau, so schön wie sie jetzt aussieht, irgendwie zu gut für dich ist. Ja? Denn du musst nur mal überlegen, wenn da jetzt zum Beispiel ein Obdachloser rumlaufen würde, ne, mit seinem Klingelbecher, und du würdest da hingehen oder würdest den sehen, dann würdest du doch auch nicht überlegen, uff, bin ich gut genug, um da jetzt hinzugehen und dem 1 Euro zu geben? Ich weiß nicht. Ja? Würdest du dich nie hinterfragen, weil du immer das Gefühl hast, okay, ich bin irgendwo hier, der ist vielleicht im Leben irgendwo hier, ja, jetzt ohne das wertend zu meinen, sondern einfach nur das, was man vielleicht einfach fühlt in dem Moment, dass es dem jetzt nicht so geil geht wie dir selber. Wenn ich dem jetzt was gebe, dann hat er am Ende gewonnen. So, das heißt, du hinterfragst gar nicht, ob du da hingehen kannst, ob das in Ordnung ist. Siehst du jetzt aber eine schöne Frau und dann plötzlich zweifelst du an dir, kann ich das jetzt machen? Ist das nicht irgendwie so scheiße für sie? Dann liegt das einfach nur daran, dass du das Gefühl hast, dass wenn du jetzt zu ihr hingehst, dass das nicht so eine Situation ist, dass du ihr etwas gibst, dass du ihr etwas Gutes tust. Sondern hast du das Gefühl, du tust dir nichts Gutes. Ja? Dann musst du dich auch mal fragen, warum ist das so? Warum glaubst du das? Bist du so wenig von dir überzeugt? Machst du Dinge, die dafür sorgen, dass du zu Recht so wenig überzeugt bist von dir, dass du glaubst, nur weil sie schön aussieht, wäre sie außerhalb von dem, was für dich in Ordnung ist? Ja? Oder ist es dann vielleicht sogar für dich so, dass du das Gefühl hast, ja, ich, einer wie ich, der jetzt da hingeht, der kann eigentlich für sie nur als Belästigung wahrgenommen werden oder als Negatives wahrgenommen werden. Wenn das halt wirklich der Punkt ist, an dem du stehst mental, dann bedeutet das, dass da noch viel, viel Arbeit vor dir liegt an deiner Persönlichkeit, damit du dorthin kommst, dass du wirklich von dir überzeugt in dieser Situation hingehen kannst und sagen kannst, hey, hier bin ich,
ich bin eine Bereicherung für dich. Und dass du es auch wirklich bist. Ja? Und wenn du das tatsächlich hinbekommst, wenn du da so von dir überzeugt bist und das auch zurecht ist und du dann da mit einer Ausstrahlung, mit einem Charisma, mit einer Lockerheit hingehen kannst und nicht das Gefühl hast, du nimmst was von ihr und auch gar nicht aus diesem Mindset kommst, so, ich krieg sie jetzt dazu, dass ich ihre Telefonnummer bekomme, sondern dass du wirklich aus diesem Mindset herauskommst, hey, das ist eine schöne Frau, ich will mal rausfinden, ob die auch cool ist oder ich will mal rausfinden, was die Wahrheit zwischen ihr und mir ist, ob wir zusammenpassen. Ja, vielleicht freut sie sich auch, selbst wenn sie einen Freund zu Hause hat, dann ist es vielleicht einfach nur ein nettes Kompliment, was ich ihr da lasse. Sie hat dann vielleicht auch ein Lächeln auf den Lippen und hat einen geileren Tag und wir haben beide was Besseres am Ende, als wenn keiner miteinander gesprochen hat. Wenn du halt an diesen Punkt hinkommst, so, dann bist du wirklich frei. Dann hast du das wirklich drauf. Ohne, dass du dir irgendwas zuführen musst, wie die meisten eben sie ja so sich wegkippen. Sondern dann bist du wirklich auch tatsächlich für die Frauen, selbst die dann nicht sagen, hey, das passt jetzt zwischen uns und ich hätte jetzt gerne mit dir mal ein Date oder hey, ich habe jetzt keinen Kerl zu Hause so. Selbst für die Frauen, die einen Kerl zu Hause haben, selbst für diese Frauen bist du dann immer noch eine Bereicherung. Ja? Und selbst die werden dann nicht sagen, boah, Hashtag MeToo, was für eine Belästigung, sondern wenn du aus dem richtigen Mindset herauskommst, aus der richtigen Haltung heraus und mit dem richtigen Auftreten, dann schreit keine MeToo oder sagt hier so, oh Gott, der Brüderle hat mir gesagt, ich habe ein volles Dekolleté, ja, Aufschrei. So, das hat die ja nur deswegen gemacht, weil er so schmierig ist. Ja? Wenn das ein wirklicher Typ wäre, der rüberkommt auf eine coole Art und Weise und auf eine saubere Art und Weise und nicht besoffen und so halb schmierig oder so, hätte die das wahrscheinlich als geiles Kompliment wahrgenommen. Da hätte es diese ganze Aufschrei-Kampagne in Deutschland nie gegeben. Ja? Falls du nicht weißt, wovon ich rede, google mal Aufschrei, dann weißt du Bescheid. Ja, jedenfalls, das ist wirklich das, was dir von der Wurzel her ein geiles Auftreten verleiht, was dir von der Wurzel her ein Selbstvertrauen verleiht, was dir wirklich diese Substanz gibt, ja, dass du nicht von außen irgendwelche Sachen zuführen musst, damit du für die Frauen gut genug bist, sondern wo du wirklich, weil du von dir überzeugt bist und weil du ein geiler Typ bist, auch eine Bereicherung für die Frau bist, unabhängig davon, ob dann am Ende eine Telefonnummer rausspringt, ob sie mit dir auf ein Date geht, ob sie deine Freundin wird, deine Affäre wird, was auch immer, ja, unabhängig davon, dann bist du trotzdem einfach eine Bereicherung. Und darum geht es ja irgendwo auch. Ja. Denn warum haben die meisten Kerle überhaupt so eine innere Hemmung, überhaupt auf Frauen zuzugehen? Weil sie halt keine wirklich ehrlichen Absichten haben in den meisten Fällen. Ja? Weil sie irgendwie immer das Gefühl haben, so, ich nehme jetzt was von der Frau, ich kriege da jetzt was von ihr. Kein Wunder. Ja? Da würde ich mich auch gehemmt fühlen, wenn du auf Frauen zugehst mit so einer Haltung, mit ich trickse die jetzt aus, ich bringe die jetzt dazu, dass sie mit mir ins Bett geht. Nee. Ja? Kein Wunder. Wer will das? Niemand will das. Das ist ja ganz vollkommen, das ist vollkommen normal, dass du da eine innere Hemmung spürst. Wenn du aber wirklich von dir überzeugt bist und dahin gehst und du sagst, hey, egal was dabei rauskommt, das wird für sie cool, das wird für mich cool, das wird für alle cool. Nicht, ich übervorteile sie und manipuliere sie und trickse sie aus, dass sie denkt, ich wäre ein cooler Typ, sondern wenn du als cooler Typ dahin gehst und einfach nur authentisch das zum Ausdruck bringst, dann hast du auch wirklich eine Situation, wo du dich zu Recht gut fühlst und wo dann auch nicht, jetzt kommen wir wieder zum Punkt, wo du auch nicht in so eine Situation reingerätst, wo dann das Gespräch irgendwie stockt und du so, was soll ich jetzt sagen? Sondern wenn die dich dann so kurz testet mit so einem Blick oder so, du bleibst du selbst, du bleibst einfach in dir gefestigt, das wirft dich gar nicht aus der Bahn. Du grinst dich vielleicht einfach nur an und sagst, ne, du kommst nicht oft aus dem Haus. Ne? Und dann sagt sie so, nee, ich werde nur dauernd angebaggert. Dann sagst du, ja, wahrscheinlich nur von den Typen, die nicht so cool sind. Hi, hier ist der anders ist. Ja, und dann lächelt sie auch und realisiert, okay, dieses Mal ist es keiner von den Hanswürsten, die versuchen mich irgendwie zu manipulieren oder sonst irgendwas, sondern das ist ein Typ, der ist, was er vorgibt zu sein. Und das ist geil, ja. Und wenn du jetzt persönlich an dem Punkt stehst, dass du sagst, klingt sehr, sehr geil, der ganze Ansatz, und du würdest gerne mehr darüber erfahren, und du würdest gerne mit mir gemeinsam daran arbeiten, dass wir dich dorthin bringen, ja, dann guck dir auf jeden Fall mal an, was die ganzen anderen Männer, mit denen ich gearbeitet habe, darüber sagen, was ihnen so widerfahren ist in ihrem Leben, nachdem sie mit mir gearbeitet haben. Du kannst das hier finden, wenn du hier auf das i klickst, was hier oben eingeblendet wird. Guck dir das mal an, ja. Schau dir mal das Video an, was auch auf der Seite ist, wo ich noch darüber rede, wie das aussehen kann, dass wir gemeinsam daran arbeiten. Und dann kann es sein, dass wir dich in sehr, sehr, sehr kurzer Zeit an diesen Punkt bringen, wo du wirklich von dir, von innen heraus entspannt und überzeugt zu der Frau hingehen kannst und einfach du selbst bist, bam, ja, du krachst in ihre Realität, sie ist glücklich darüber, sie findet es geil, auch wenn sie am Anfang vielleicht skeptisch war und das Gespräch fließt. Und das ist etwas, was wirklich sehr, sehr geil ist. Also, wie gesagt, wenn du meine Hilfe dabei möchtest, du findest sie hier oben. Aber unabhängig davon, ob du das möchtest oder nicht, ja, denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach, wirklich der Kerl zu werden, der du sein kannst, der in so einer Situation nicht auf irgendwelche Tricks zurückgreifen muss, sondern der wirklich einfach von sich so geil überzeugt ist und sich zu Recht so cool findet,
dass andere gar nicht anders können, als zu sehen, der hat recht, der ist wirklich cool. Das ist, was ich dir wünsche. Bis zum nächsten Video.